So, herzlich willkommen zu einem kleinen Messertalk. Schon längere Zeit nichts mehr von mir gehört. Da dachte ich, ich muss mal wieder ein Video machen. Ja, ihr seht, habe schon ein paar Themen aufgebaut heute. Wir reden über den Workshop, ein bisschen über das TFG WLT. Wer mich auf Instagram verfolgt, der weiß, dass ich Zuwachs bekommen habe. Das möchte ich vorstellen. Kurz über eine neue EDC-Taschenlampe. Genau. Ja, starten wir zunächst mal. Wollte ich auch mal in die Kamera zeigen. Das ist ein neues Werk, was ich gemacht habe. Ja, finde ich ganz cool gelungen hier mit der Affenfaust, Snake Knot, Beat, Cobra Knot und eben hier ein Karabiner. Ja, so dass man den eben schnell mal an den Schlüsselbund dran machen kann. Finde ich echt genial gelungen, das Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Nochmal ein Close-up. Ja, Farben, alles passt so ein bisschen als Andenken an den Zeiten, die wir gerade alle durchleben. Genau. Also, Kollege, der bleibt hier. Dann können wir noch einmal auf den Workshop gucken. Wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne diesen Workshop benutze. Und zwar nicht dem, sondern das ist ja, ich habe ja den Workshop in der Can Onion Edition. Genau. Und dazu habe ich dieses Attachment hier. Ja. Und bei dem Attachment, damit bin ich auch sehr zufrieden. Ich mache da Messer jeglicher Preisklassen mit, weil man dort eine super, super Faser raufzaubern kann, weil man eben dort mein Messer zur Hand, genug liegen hier rum, so ein einfaches Victorinox, eben schön den Winkel anpeilen kann und so den Winkel schön schleifen an der Stelle. Ja, das funktioniert super und wie gesagt, das geht, glaube ich, bis auf 9000 Körnung hoch, dieses, nicht dieses, sondern das ist das Zweitfeinste, das Allerfeinste und dann kann man eben nochmal stroppen und so weiter. Da kriegt man eine Spiegelpolitur vom Allerfeinsten hin. Finde ich einfach nur genial und wie gesagt, das mit den Winkeln, das ist auch super. Ein bisschen Übung braucht man muss ich mal kurz innen zeigen, braucht man diese Winkel hier gar nicht mehr einstellen. Da hat man seinen Standardwinkel und gleicht das eben hier oben entsprechend aus, ja, auf der Schleiffläche hier, ja. Können die hier nochmal umstellen, das habe ich alles schon mal vorgestellt, quasi dieses Rad hier nach vorne setzen, dann hat man ein bisschen mehr Durchhang und kann so mehr auf konvexe Schliffe gehen, währenddessen hier natürlich die V-Edge mehr im Vordergrund steht, obwohl die immer einen leichten konvexen Touch haben, die Klingen, was aber wirklich nichts ausmacht. Man kann auch Klingen, die ich jetzt hier mitgeschliffen habe, sofort wieder auf den Schleifstein raufnehmen und wieder scharf bekommen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das habe ich jetzt mehrfach ausprobiert. Da stehe ich wirklich hinter. Das klappt auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das ist ein tolles Schleifgerät hier. Ja, dieses Attachment hier auf den Mini-Winkelschleifer quasi, aber eben speziell zum Messerschärfen gemacht und das merkt man auch, dass es wirklich entsprechend des Zwecks hergestellt wurden und auch entsprechend durchgetestet von Worksharp. Klasse Sache, Worksharp ist ja sowieso eine Firma, der man vertrauen kann beim Messerschleifen. Nichtsdestotrotz kommt ja, wenn man sich das jetzt hier nicht gönnt, ja, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, normalerweise ist hier unten noch das andere Kontaktrad, kommt das in dieser Ausführung hier mit so einem anderen Attachment, ja, das ist dieses Gerät hier. Ja, jetzt habe ich es abgemacht, muss das gleich noch mal wieder ranbauen. Ja, das kann man eben durchwechseln, entweder den Kollegen hier rauf, den ich eigentlich zu 100% drauf habe, den habe ich nur, wenn ich, wie sagt man, ganz dolle konvex, also ballige Anschliffe habe, dann benutze ich hier hinten diese Seite, der ist einen relativ guten Durchhang, da kann man den konvexen Schliff folgen. Ja, ansonsten habe ich damit letztens versucht, V-Edge zu machen. Dazu muss ich es kurz mal wieder zusammenbauen. Kleinen Moment. So, ist wieder zusammen, genau. Und das benutzt man ja so, dass man das einschaltet, das Gerät, und zieht dann quasi in den voreingestellten Winkel, den man hier hat. Das ist ein 20-Grad-Winkel gerade. Zieht man das Messer hier an der Seite auf dieser Führung durch, ja, und dann wird das quasi scharf, wenn man das auf beiden Seiten macht. Ich habe eben das Problem, ich nehme mal das Messer, was ich damit versaut habe, um es mal vorwegzunehmen. Ich habe das Problem, dass hier gerade an der Spitze oder im Bereich der Spitze ist der Anschliff breiter geworden als hier unten. Das liegt eben immer daran, dass man, wenn man das Messer hier durchzieht und kommt Richtung Spitze,
Ja, dass man den Kontakt hier zu dem verliert und rutscht runter damit. Ja, wenn ich hier mal hinter der Kamera gucken, genau, man rutscht quasi runter und kippelt auch irgendwie ein bisschen weg. Ich finde das daher nicht so angenehm, damit zu schleifen. Ich finde gerade bei teuren Messern, dass man sich damit unter Umständen sogar den Klingen, also nicht den Klingenspiegel, aber den Anschliff versauen kann. Man sieht das hier, sieht man das gut? Mal gucken. Ja, ich glaube, ich krieg's einigermaßen eingefangen. Dies scharf ist da. So, jetzt hier unten ist es nicht so breit und hier oben läuft es immer breiter zu. Ja, ich habe das ganze Messer damit geschliffen. Ist ein Arbeitsmesser, ist nicht so schlimm. Ja, ich habe das wieder aufgearbeitet. Ihr habt es in einem meiner letzten Videos gesehen, wo ich mal meine Arbeitsmesser vorgestellt habe. Wunderschön das Holz wieder aufpoliert und dachte mir auch, komm, jetzt kriegt das nochmal einen anständigen Anschliff. Leider, wie gesagt, leicht versaut, ist trotzdem hammerscharf alles, aber der Anschliff ist versaut. Das ist mir mit dem hier noch nie passiert, wirklich nicht. Das ist immer sauber, weil was soll da auch schief gehen? Ich ziehe das Messer rüber, ja, und gut ist, das ist immer der gleiche Winkel. Was soll man da falsch machen? Wie gesagt, hier, das war mir jetzt ein bisschen zu kippelig an der Stelle, wo ich immer mal wieder gemerkt habe, ja, wenn man hier rauskommt, was ist mit dem Fokus, der ist voll auf meiner Hand, jetzt haben wir es. Wenn man da rauskommt, ja, dann kippelt das alles weg und dadurch ist der Anschliff ungleichmäßig. Auf der Seite ist er noch schlimmer. Ja, ungleichmäßig geworden und ja, ist eben echt blöd. Ja, macht nichts. Wie gesagt, ich benutze ja eh das andere, war mal so ein Test. Wie gesagt, für konvexe Anschliffe mag ich, da kann man das hier abziehen hier oben, ja, dann sieht das so aus und man hat hier einen wirklich sehr guten Durchhang an der Stelle, wo man wirklich konvexe Anschliffe, jetzt muss ich überlegen, ich muss das so, das kann man auch noch zur Seite klicken hier, das sieht man so rein, das ist alles gut durchdacht. Wie gesagt, hier, da hat man einen guten Durchhang für konvexe Anschliffe, da kann man wieder wunderschön das Messer konvex nachschleifen, tolle Sache, also dafür ist gut, aber wie gesagt, für eine V-Edge ist das für mich nichts, ja, gewesen. Gefällt mir nicht, das Konzept, wirklich nicht. Kann ich auch nicht empfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Entweder komplett oder keine Empfehlung, wirklich. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube auch nicht, dass ein Messer jetzt lag, wenn ich ein größeres Küchenmesser habe und komme Richtung Spitze, ist das genauso. Ich glaube, man muss auch stoppen oder so. Das ist ja alles irgendwie nicht wirklich so handelbar, wenn man ein Messer schleift. Also, wie gesagt, nicht so schön geworden, ja. Taschenlampen, genau. Kommen wir kurz zur Taschenlampe. Ja, ich habe mir, wie starte ich da rein? Genau. Ich habe ja eigentlich diese Taschenlampe immer an meinem Schlüsselbund. Das ist die Nightcore Tiny und die habe ich auch noch in Nightcore Tip 2, genau, hat dasselbe User Interface und bin sehr zufrieden. Die macht ein sauberes Licht. Man sieht hier dieser Diffusor, ja, der ist extra nochmal so, dass man eine schöne Ausleuchtung hat, also gerade in Räumen und so, das ist echt klasse. Ist eine tolle, qualitativ hochwertige Lampe, sehr, sehr lange am Schlüsselbund gewesen, hat mich noch nie verlassen. Akkulaufzeit gigantisch und so weiter. Ich kann da echt nichts sagen. Aber ihr wisst ja, wenn ihr mich kennt, ich habe ein Problem mit schlechten User-Interfacen. Wir haben hier zwei Knöpfe drauf und eigentlich das Einzige, was ich mir merken kann, wenn ich sie im Dunkeln in der Hand habe, such hinter der Rundung den Knopf und hau rauf. Ja, und dann kriegt man den Turbo-Modus. Das ist das Einzige, was ich mir merken kann. Denn hier unten ist es lange, genau, und dann kann man hier oben durchtacken und dann speichert er auch noch, was ich eh auf den Tod hasse, weil das ist eben, ja klar, wenn man im taktischen Einsatz ist, dann verstehe ich das, dass man gespeichertes Licht haben möchte, also den letzten Modus gespeichert, dass ich weiß, ich muss wieder anmachen, ausmachen, anmachen. Aber so eine EDC-Lampe, die ich vielleicht über eine Woche nicht anhabe, da kann ich mir noch im Leben nicht merken, wo ich gerade stand. Und dann stehst du erstmal, ja, jetzt seht ihr, ich komme wieder nicht klar, muss man ja lange drücken, habe ich vergessen. Da steht man da voll im Rampenlicht, ohne dass man es wollte, sondern wollte irgendwie einen Firefly-Modus oder so. Ich würde mir wünschen, wenn man da schon zwei Knöpfe drauf hat, ach, zwei sind eh schon einer zu viel für mich, dass man zumindest immer im dunkelsten Modus startet. Und wenn ich einen hellen Modus haben will, dann haue ich volles Brot dort oben auf den anderen Knopf. Lässt sich im Dunkeln echt, das ist ein Gefrickel, diese Knöpfe hier zu finden. Das ist bei der Tipp nichts anderes. Wie gesagt, habe manchmal das Gefühl, weil das eben aus der taktischen Ecke kommt, dass man den EDC-Gebrauch hier
gar nicht so im Fokus hat, sondern man denkt, das ist praktisch, wenn man speichernden Modus hat. Ich finde das mega unpraktisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt, dachte, komm, bist unzufrieden und bin relativ schnell auf diese Lampen gekommen. Die ist jetzt von Olight, die gibt es auch noch von, was ist das? Mac Army, genau, selbe Lampe, also ähnliche Funktionsweisen, absolut genial gemacht. Dachte mir aber, ja, wir reden ja eh gerade alle so viel über Olight. Ne, habt ihr alle mitbekommen mit Vanessa Blank und dann der Rio noch ein bisschen und bla bla bla, ganz viele anderen Kanäle ihren Senf dazugegeben haben. Dachte ich, ja, geil, dann kaufen wir mal eine Olight, wenn eh gerade alle drüber reden. Macht ja Spaß und ich muss sagen, ich habe bei Olight jetzt auch noch nicht die qualitativen Probleme gehabt, die dort jetzt gerade in unserer Community angesprochen werden. Ja. Kurz zum Interface, das ist ganz einfach. Man sucht die im Dunkeln, ja, man dreht irgendwo dran, wo es sich drehen lässt, ja, und das Licht geht an. Ja, das geht erst ganz leicht an und dann noch ein Stück weiter, dann geht es volle Pulle an. Finde ich geil, das ist genau das, was ich erwarte, dass ich immer im selben Modus starte, ja, hier so einen ganz leichten Modus und wenn ich ein bisschen mehr brauche, ziehe ich durch und habe es komplett. Und ich muss einfach nur drehen, ja, nicht suchen, hier gar nichts. Ich weiß, muss die in der Hand nehmen, das ist natürlich für eine Einhandbedienung blöd, aber das ist mir egal. Ne? Und dann kann ich mir schön hell und noch heller machen. Zum Aufladen auch ganz smart, man dreht es einfach in die andere Richtung und dann hat man hier ein USB, was ist das? Micro-USB, USB-C? Ich habe es vergessen, das tut mir leid, weil ich habe so eine Ladestation, da ist alles dran. Ich sehe es jetzt auch nicht. Vielleicht seht ihr das. Was das ist, das Kennerauge, ich weiß jetzt nicht. Finde ich einfach toll und kann auch nicht abfallen hier. Wenn man es aufhat, ist natürlich nicht mehr wasserdicht in dem Moment, weil es nicht verschraubt ist, aber ansonsten kann ich wegfallen und die ist super einfach, ja. Familie hat sich immer beschwert über diese Lampen und über andere auch von mir, eben durch dieses Gedrücke und da lange, da kurz, da noch länger, drückt nicht beide gleichzeitig, sonst passiert das und das. Ist es einfach nur nervig und hier echt, da gibt es nichts. Ja, drehst in die falsche Richtung, geht es eben auf. Nichts passiert, schnell wieder zurück und zack, 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 habe ich das Licht an. Ja, genial, einfach nur genial. Preis-Leistungs-Verhältnis super, bekommt man in unterschiedlichen Farben. Das ist Olight. Ja, wie heißt keine Ahnung. Muss ich verlinken. Ach, hier steht's auf der Seite. Das ist die I1R2 EOS. Genau, so heißt sie. Klasse, gibt es eben überall zu kaufen. So, ihr wisst ja, mein TFG EDC WLT, lange benutzt. Man sieht es hier, da hat sich das Messer wunderschön ausgebildet. Ja, Lanyard Joch, echt super. Hier mit dem Lanyard kann man es schön aus der Tasche ziehen. Hier hatte ich immer Geldscheine drin. Hier vorne dann eben Karten, genau. Dann habe ich zwischendurch mal so ein Stoffding mit Reißverschluss gehabt. Nur mal zum Test, fand ich auch richtig gut. Praktisch, einfach nur praktisch, aber hammerhässlich. Und ganz ehrlich sagen, hat mir deswegen nicht so zugesagt. Ich gucke mal, ob ich das noch kurz finde. Das war das hier, genau. Da geht auch mal ein längeres Messer rein oder hier war ein längerer Stift, ein Messer und das war frei oder ich habe ein ganz kleines Victorinox da noch mit drin gehabt, so ein Rambler, genau das trage ich ganz gerne, wo eben alles dabei hat, ist sehr funktionell und auf der Rückseite eben schöne große Tasche für Karten, Geld etc. Ihr seht, das ist benutzt von mir, das habe ich über Wochen benutzt, echt geil, muss ich echt sagen, aber hammerhässlich, holt mich nicht wirklich ab, das Design. Auch der Stoff nicht. Ich habe eben lieber Leder am Mann. Ist eben so einen gewissen Gusto. Man könnte auch hier noch einen Lanyard machen. Ich habe aber meistens immer hier dran gezogen. Funktioniert auch und war im China-Shop hammerbillig. Das hat das Sky halt mal vorgestellt. Fand ich geil. Mal ausprobiert. Aber wie gesagt, früher oder später wollte ich wieder auf Leder zurück. Und hier hat mich eben die Verarbeitung schon immer abgeholt. Jetzt war ich mit dem Richie in Kontakt und wir haben hier jetzt das Ganze in grün und glänzenden Hartleder, weil vorher hatte ich das im soften Beige. Ja, seht, Aufteilung wie immer gleich, ein bisschen Geld, ein bisschen Karte, ein kleines Taschenmesser. Hier habe ich jetzt das Böker Barlow Prime in der Schloss Burg Edition. Ja, habe ich jetzt hier am Start, das hatte ich dort auch drin. Müsste hier noch super reinpassen, ja, genau, wo ich es, glaube ich, gerne so rum hier getragen habe. Ja.
Und hier, ja, da passt jetzt auch so. Ne? So soll es sein. Da kann man einfach besser ziehen hier am Bolster. Weil hier hinten ist es immer so rutschig da durch die Klinge. Ja, da rutscht man schnell ab. Da habe ich, trage ich so. Dann den Durka Kaliber 50 ist das, glaube ich, hier. Genau, der kleine, der große, der ist 45, den habe ich hier drin getragen. Genau, der hat hier reingepasst. Der passt hier nicht, weil da ist eben genau dieser Karabinerverschluss hier. Nee, wie heißt das? Jetzt vergessen, Entschuldigung. Der würde dann in der Mitte sitzen, daher passt das alles nicht. Aber der passt super rein hier. Ja, einfach klasse. Das ist hier ein wunderschönes Grün geworden. Ja, ich war mit dem Britschi schon im Vorfeld im Kontakt und habe ihn gefragt, ob er sowas sich nicht mal in Billardtisch, Pokertisch grün vorstellen kann. Das hat man umgesetzt bei Tools for Zen-Gens. Absolut genial geworden. Ja, ihr seht hier im Detail, das ist noch nicht alt, aber super, super verarbeitet, fühlt sich super an, liegt gut in der Hose. Ja, holt mich voll ab. Ich wollte das in der Farbe haben. Absolut klasse geworden. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Genau, einen Unterschied gibt es hier bei den beiden Versionen, die ich hier habe. Der kommt einem auch relativ schnell, sticht einen ins Auge. Die Öse, die ist jetzt von der Seite auf die Seite gewandert. Ich weiß nicht, vielleicht war das ein ganz altes Modell, weil auf den Fotos im Internet habe ich gesehen, dass die jetzt immer da ist. Ich weiß auch nicht, was das für Auswirkungen hat. Die habe ich, das Lanyard-Loch habe ich eigentlich immer gehabt auf der, sagt schon, Oberschenkel-Außenseite. Und hier war die Oberschenkel-Innenseite. Ich habe eben das Gefühl, dass man mehr Platz hat auf der Oberschenkel-Innenseite für Stift. Ja. Zurzeit habe ich aber das Gefühl, wenn ich es da habe, dass es sich im Laufe des Tages dreht. Daher trage ich es jetzt gerade so rum auf der rechten Seite, das heißt, hier ist die Oberschenkel-Außenseite und dann würde das mit dem Lanyard ja auch wieder passend zum Ziehen. Ja, wenn es jetzt so wäre, dann würde das hier verschwinden. Hier wäre nichts zum Ziehen an der Stelle. Ist eben schwierig zu sagen, wo das Loch jetzt hingehört. Ja, habt ihr damit Erfahrung? Tickert es in die Kommentare rein, was es dort bei euch für Erfahrungswerte gibt an der Stelle. Auf welcher Seite ihr denkt, wo es richtig wäre, ist eben schwierig. Und zwei wären eins zu viel. Da bin ich mir auch sicher, das versaut das Design. Und das Design ist super, wirklich. Ich habe auch noch nichts Vergleichbares gefunden auf dem Markt, was mir so sehr zusagt. Vielleicht nochmal Leder mit einem Reißverschluss könnte ich mir noch vorstellen, obwohl das dann sehr, sehr starr ist alles. Ich weiß nicht, ob das gleich wäre wie das. Aber es erfüllt ja auch seinen Zweck. Klar, mit dem Kleingeld, da war ich hier ein bisschen im Vorteil, konnte ich immer ein bisschen Kleingeld noch mit reinnehmen. Aber das war eben auch ein Gewühle. Am besten Kleingeld habe ich gar nicht mehr dabei. Nur noch Scheine oder mit Karte. Das reicht mir aktuell. Ja, wie gesagt, das ist ein tolles Ding. Ich habe hier auch jetzt über die ganzen Monate, das müsste jetzt schon dreiviertel Jahr sein, wo ich diese TFG-EDC WLTs verwende. Ich habe für diese Tasche hier die zweite nie eine Verwendung gehabt. Ich habe auch lange überlegt, ob ich jetzt das Messer auf der Seite vielleicht mal tragen sollte, habe mich ja dann aber wieder entschieden, alles kompakt auf einer Seite zu haben, eben damit es diesen, ja, Dreheffekt hat. Wie gesagt, ich fand den hier sehr angenehm, den Dreheffekt. Hier ist die Oberschenkelinnenseite, hier die Außenseite, konnte dann so ziehen. Zurzeit trage ich es so rum. Man muss eben gucken, wenn nicht, leiere ich mir das eben auf der anderen Seite auch noch aus. Das ist nicht schlimm. Das Zeug muss benutzt werden. Ja, zu guter Schluss, 20 Minuten rum, wer so lange durchgehalten hat, vielen Dank. Ich habe mir ein Tactical Magazin bestellt. Ja. Geiles Ding, lese ich immer mal wieder. Ja, gerade so Taschen und so interessiert mich ja auch. Nicht so Zweikampf-Prepper oder sowas, aber das Thema Taschen, das finde ich schon ganz cool. Und hier haben sie eben jetzt auch gerade, ja, Notwehr-Bags nennen sie es. Ja, keine Ahnung, für mich sind das ganz normale EDC-Bags, so One-Slinger und so. Da kann man echt schön Sachen unterbringen, mal mitnehmen, wenn man mal ein bisschen mehr hat, als sich in eine Tasche füllen lässt. Finde ich einfach klasse, deswegen habe ich es mir geholt. Mir geht es da gar nicht um taktischen Gedanken, aber wie gesagt, ich mag die Zeitung, weil sie eben echt viel so über Klamotten und Bags und so berichtet. Ich habe jetzt hier zufälligerweise zwei Exemplare bekommen und das, was ich in der Hand halte, das ist noch nagelneu. Und das möchte ich jetzt raushauen. Bitte tackert es in die Kommentare, wer bis hierhin durchgehalten hat.
Ich suche mir einen aus, einen von den Kommentaren, wenn überhaupt jemand noch dabei ist und kommentiert. Ich würde den dann anschreiben über einen Kommentar und dann treten wir in Kontakt. Ich nehme auch den Versand und alles. Das geht dann auf meine Kappe. Ja, ich hau's dann raus. Das neue Tactical Magazin hier, ja. 7,95 kostet das normalerweise. Ja, ich habe wie gesagt zwei Exemplare bekommen, habe das mit dem Wieland Verlag abgestimmt, ob ich es zurückschicken muss. Sie haben gesagt, schenkt es einen Freund. Das mache ich jetzt. Ich hau's raus in die Community. Viel Spaß damit. Ja, das wäre es von mir. Genug EDC-Messergelaber für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.